Und du, Horst, hattest bei Juventus fast deinen Einsatz gehabt, aber du hattest irgendwie erzählt, das ist verhindert worden, weil sich jemand verletzt hat. Hattest du das mal erzählt? Na gut, das war ja nicht mein erstes Jahr, wo ich gerade bei Borussia war. Und ihr seht schon an der Nummer, früher hatte man ja nicht seine eigene Nummer, sondern wenn man gespielt hat, war von 1 bis 11. Und ich hatte die 14 und wir waren nach dem Hinspiel 2-0 Juventus zu Hause in Düsseldorf nach Turin geflogen und es stand, glaube ich, nach 20 Minuten 2-0 für Juventus und die haben uns niedergetreten und es war eigentlich nicht zu erwarten, dass wir überhaupt noch zurückkommen. Und dann verletzte sich Jürgen Wittkauer noch und ich sollte rein und ich habe nur gesehen, wie die rumgetreten haben. Ich dachte, das in meinem ersten Champions League oder der Landesmeisterpokal. Dann hat er aber doch weiter gespielt und ich glaube, Dietmar Danner hat vor Angst irgendwann aus 25 Meter geschossen, weil er nicht angegriffen werden wollte. Und das hat das ganze Spiel gekippt und dann haben wir noch 2-2 gemacht. Also für mich war eine tolle Erfahrung, zum ersten Mal in Italien, dann noch gegen Juventus, gegen eine der besten Mannschaften zu der Zeit. Mit Capello, den kennt man ja noch, Gentile, das waren so Treter, das war ja irre. Die hatten aber auch die Augen so weit raus. Ich weiß nicht, ob die nicht doch ein bisschen gedopt waren. Also man sagt ja immer, die Fußballer sind nicht gedopt gewesen, aber so wie die aus dem Kabinengang kamen, ja, da konnte man schon ein bisschen befürchten, wie schlimm das wird.